Sieht ja toll aus, das Fleisch. Mhm. Das ist Straußenfleisch. Straußenkeule. Wo kommt das her? Das kommt aus Südafrika. Südafrika. Ja, hier in Deutschland werden ja auch Straußen gezüchtet, aber da gibt es ja viele, die sagen, das ist nicht ganz artgerecht. Nicht artgerecht. Und so. Also da gibt es wohl noch einige Zweifel, aber südafrikanischer Strauß ist natürlich... Die sind sehr artgerecht gehalten, ja. Laufen dort rum wie freie Hühner. Ja, 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 ja. Ist ja auch berühmt dafür, dich. Ja, das... Ich war einmal in Südafrika, habe aber keins gegessen. Ich weiß nicht, ich hatte noch nicht so richtig den Mut. Aber jetzt heute freue ich mich, also, das kennenzulernen. Es, viele sagen, es schmeckt so ein bisschen wie Rinderfilet, aber es ist noch fast feiner vom Geschmack. Also es sieht zumindest ganz zart aus. Ganz zart aus. Ist auch zart. Ich habe auch ein bisschen Angst, da jetzt zu heftig drauf ja, zu hauen. Ja, auch nicht. So, ne? Eben, genau. Das ist eigentlich ganz gut. So, jetzt habe ich das auf jeden Fall schon mal geklopft. Ja. Das ist doch ganz schön. Schön. Und dann fange ich mal mit der Panade an. Ah ja, das kommt in eine Panade. Ah. Genau, das gibt so eine Krustenbelag. Ja, ja. Und da brauchen wir 125 Gramm Butter. Was auch ganz toll ist an dem Straußenfleisch, ist, dass das halt komplett fettfrei ist und ja. Cholesterinfrei. Da kann man dann richtig schön viel Butter drauf machen. Das ist toll. Das ist das so. Wieder ausgleicht. Und dann rühren wir das Ganze. Ja. So. Soll ich das anstecken? Mhm. So. Dann runter. Ich komme ja gerade aus dem Urlaub, da habe ich gar nicht gekocht. Das muss ich erst mal wieder anfangen. Aber du kochst schon in Berlin so, wenn du jetzt in deiner neuen Wohnung. Doch, das macht mir großen Spaß, weil da stand jetzt schon eine Küche drin und die ist auch sehr groß. Ah. Hat einen Gasherd, was ich mir immer gewünscht habe. Wie toll. Und doch so das ein oder andere Mal, das macht schon richtig Spaß. Also ja. Kochen ist super. Und dein Freund kocht auch? Der ist für die Salatsoßen zuständig. Nee, er kann auch sehr lecker kochen. Kann auch kochen, ne? Habt ihr auch schon für Gäste gekocht? Ja, wir hatten einmal zu Silvester 15 Gäste. Ja. Und dann nochmal zu einer anderen Gelegenheit 9 Gäste. Und da war ich sehr, sehr aufgeregt. Aber das ist auch schon eine ganz schöne Zahl, mein lieber Mann. Also 15 Wochen, ich habe auch kein bisschen gegessen davon, muss ich sagen. Ich habe nur da gesessen und geguckt, ob alle Teller leer sind. Und alle Teller waren leer. Und alle Teller waren leer. Und zwar so leer, dass ich dachte, jetzt habe ich zu wenig gekocht und alle sind hungrig. Nein, das war nur, weil du so gut gekocht hast. Ne? Hoffe ich. Brauchst du die nochmal? Ja. Ja, doch, tatsächlich. Es kommt da eine Knoblauchzehe mit hinein. Das weiß ich gar nicht. Geht's? Ja. Das macht ja auch so einen Spaß. Ja, da muss man nur ein bisschen... abkratzen, glaube ich, so mit dem Messer dann zum Schluss. Ja, genau. Also so eine Zehe in irgendwas finde ich wunderbar. Wunderbar. Aber Leute, die dann so 3, 4, 5 Zehen in Gericht sind und das schmeckt am Schluss nur nach Knoblauch. Das schmeckt nur das ist nicht, schmeckt nicht nichts, so mein Ding, aber so ein bisschen ist herrlich. Zum, eigentlich zum Parfümieren. Genau, ne? Genau. Ja. Und das, es stimmt es auch, dass wenn man bei der Knoblauchzehe, das weiß ich jetzt gar nicht, das hat mir jemand erzählt, dieses mittlere grüne Teilchen rausnimmt, dann riecht man auch nicht am nächsten. Das weiß ich nicht. Also warum man das rausnimmt, weiß ich auch gar nicht. Aber man nimmt es raus, ja. So, dann kommen hier verschiedene Kräuter dazu. Man sagt ja auch, man riecht, es stinkt nicht, wenn man den Knoblauch vorher mit Salz so zerdrückt. Zerdrückt. Ach, das sind alles solche Geschichten, ich glaube da keine davon. Was haben wir jetzt hier? Was hast du da? Also Rosmarin? Rosmarin, also Petersilie war das, glaube ich. Ja. Nee, das erste war, glaube ich, Rosmarin, oder? Nee, nee das ist Petersilie und das ist Rosmarin. Ja. Ich verwechsel das auch immer. Ja. Ja. Nö. So. Und Thymian. Thymian. Frischer, leckerer Thymian. So. Ja. Das ist immer so ein Problem mit dem Zupfen beim Thymian. Das ist eine ziemliche Arbeit, weil er reißt immer. Man kann nicht einfach so, so machen, denn da reißt er und dann muss man die alle einzeln. Deswegen... So. Was haben wir noch? Hier, Paniermehl. Ja. Auch mit rein in den guten Topf. Ja. Sehr einfach, man muss alles nur zusammenschütten. Ja. Und ein bisschen Salz wäre vielleicht. Und hier? Hier ist Parmesan noch. Der ist ganz wichtig. Das ist toll. Ich habe ein Rezept, wo ich Austernpilze paniere. Und da mache ich in die Panade auch 2 Drittel Paniermehl und 1 Drittel Parmesan. Ah, das ist genau so, das ist fabelhaft. Das gibt so einen tollen Geschmack. Ich bin auch so ein Parmesan wie so rum, ne? Ja. Ich drücke.
Oh, jetzt kommt es raus. Und? Ist das okay? Ich glaube, das ist okay. Ich glaube, das Sudele, Parmesan und dann natürlich noch Salz. Halt, ist das Salz? Ja. Das ist neulich Salz. Tante Zucker da. Und willst du auch ein bisschen Pfeffer? Pfeffer auch. Schwarz oder weiß? Der helle ist weiß und der dunkle ist dunkel. Ich nehme schwarz. Ja. So. So. Und hier noch einmal durchmixen. Willst du denn die Steaks schon vielleicht auf die Pfanne tun? Ich habe die schon angemacht. Ja, können wir machen. Möchtest du dann hier rühren? Ja, mache ich hier ein bisschen weiter. Schön. Dann mache ich hier auch noch ein bisschen Pfeffer drauf. Ich finde ja, das schmeckt schon so lecker, dass man das so pur essen könnte eigentlich. Ich will ein bisschen Öl. Jetzt brauchst du es aber nicht mehr, ne? Die nee. Ups. So. Hochlassen oder kleiner machen? Bisschen kleiner vielleicht. Ja, genau. Denn das ist eine lange Flamme. Da ist, auch wenn man es klein stellt, ziemlich viel Power. Magst du denn das, wenn das lieber durch ist oder so ein bisschen blutig? Ein bisschen auch? Rosa. Nicht blutig nicht, aber rosa. Ja. Rosa. Rosa, rosa. Ja, 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 ja. Nee, richtig blutig bin ich eigentlich nicht so ein Fan. Nee? Also auch bei Rind nicht. Aber schön rosa innen, auch bei Thunfisch lasse ich auch innen rosa. Oh Gott, jetzt stehe ich unter Druck. Wie kriege ich das hin? Ja, das will ich dann nicht. Puh, also weißt du, wenn man beim Kochen auch pingelig wird, dann macht es keinen Spaß. Dann macht es einfach keinen Spaß mehr. Das war wirklich, ich habe bei dem Essen einen Lammbraten gemacht, zum ersten Mal in meinem Leben. Und jemand hatte gesagt, stell den Ofen auf 80 Grad und lass ihn anderthalb Stunden drin liegen. Ja, sogar länger. Und dann nach eineinviertel Stunden, der sah ja noch genauso aus wie vorher, habe ich richtig Angst bekommen und dachte, 80 ist sehr wenig, da kann man sogar 3 Stunden drin lassen. Hast du da ein bisschen hochgestellt? Auf 200 und das war wie Butter. Also der hat wirklich wie Butter geschmeckt. Das war Anfängerglück, glaube ich. Mein Lieber, das ist Anfängerglück. Das ist so, wie wenn man zum ersten Mal kegelt, immer alle Neune und ab dem zweiten Mal nichts mehr. Ich mache heute etwas Süßes. Einen Pudding, einen Vanillepudding, etwas verfeinert. Mm. Aber das Besondere ist die Portweinsoße. Mm. Eine Portweinsoße. Also, ich habe mir das auch in mein Buch geschrieben, denn das kann ich mir nicht merken. 300 Milliliter Portwein, roten Portwein. Mhm. Ist auch sehr lecker. Man kann eigentlich auch ein Gläschen von trinken. Kann man. Ist so ein bisschen als Getränk zum Trinken, ist es ein bisschen out. Macht man eigentlich wenig. Ne? Aber so für Soße und so mache ich gerne. An Weihnachten machen wir das, mein Opa trinkt auch sehr gerne. Ja. Dann habe ich hier den Saft von 2 Orangen und 1 Zitrone. Das kommt alles hier. Ja, ich kann das jetzt schon mal. Ja, ich tue es mal dabei. Mhm. So, mach da mal an. Dann kommt rein Zesten von 1 Orange. Mhm. Kennst du das? Ein Zestenreißer. Ah, nee. Weißt du, der Vorteil gegenüber, wenn du das mit dem Messer machst, ist, dass da nichts von dieser weißen Schale reinkommt oder wenig. Und die ist immer bitter. Ja. Also man kann natürlich jetzt einfach solche Scheiben abschneiden, aber das ist besser, diese Zestenreißer. Sieht hübsch aus. Und sieht schön aus, ja. Wenn man das, ich werde das wieder abgießen hier durch ein Sieb, deswegen lasse ich die so ganz. Wenn man die mit isst, dann schneide ich sie noch mal klein, weil das ist sonst zu lang. Mhm. Was mache ich denn jetzt mit Fleisch? Hol ich das schon mal raus? So. Zesten. Was noch? Ah ja, jetzt kommt 2 Esslöffel Johannisbeergelee. Das muss ja gut sein. Oh, das sieht schön aus. Das sieht schön aus, oder? Oi. Ich bin nur so ein bisschen... Ob ich es rausnehmen soll oder nicht? Du machst es ja... Ich würde es noch ein Ticken lassen, drin lassen, ne? Aber nicht lang. Ja. Oh. Die Seite ist auch noch nicht so schön hier. Dann habe ich hier Vanille. Ja, echte Vanille. Toll.
Ich hatte auch gerade in Spanien diese ganzen Düfte dort. Ich bin total vernarrt, was Düfte angeht. Ich bin leider in der ersten Woche gleich krank geworden und habe zwei Wochen lang mit Schnupfen verbracht, der auch immer noch nicht weg ist. In Spanien im Urlaub? Ganz schlimm. Oh. Also da sitzt man dann am Strand und hat eine Toilettenpapierrolle dabei. Oh, die Nase die ganze Zeit läuft. Also das Innere einer Vanillestange und eine halbe Zimtstange und zwei Nelken. So. Ich glaube, das war's. Zwei Nelken, Johannisbergelee testen. Ja, wunderbar. Das muss jetzt 6 Minuten einkochen. Ich nehme das Fleisch mal raus. Ja, mach das. Einmal. Ich glaube, das ist auch okay. Ja. Dann kann ich das ausmachen. Hast dich ja von zu Hause gelernt, oder? Die Eltern sind doch Gastronomen. Ja, die haben so eine Hausbrauerei. Wo ist das? Es ist im Odenwald, in Michelstadt. Odenwald, ja. Und und da bekommt man schon einiges mit. Machst du das auch so, wie ich das früher gemacht habe, dass ich beim Kochen die Mutter angerufen habe? Nur die ganze Zeit. Ja, das war auch gemacht. Auch als ich nicht wusste, was ich kochen sollte, habe ich sie dann angerufen. Ich so, Mama, was kann ich denn kochen für 9 Leute? Und dann steht man immer da und die Telefonrechnung steigt in die Höhe und steigt. Aber ich glaube, ich würde, wenn ich eine Mama wäre, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn mein Kind anrufen würde, sagen. Und sagen würde, was soll ich kochen, ne? Ja. Oh, da ist noch was. So, das kocht jetzt schön ein hier. Und ich habe allerdings heute Nachmittag schon eine gemacht, weil wenn die fertig ist, muss sie einfach ein bisschen abkühlen, ein bisschen warten und so. Da habe ich schon eine fertige. Aber habe sie genauso gemacht wie dies jetzt. Also man kann es sehen. Und nachher mache ich so einen ganz ordinären Pudding. Ah, aber verfeinere ihn ein bisschen mit einem Ei und mit Sahne und mit Eiweiß und so. Aber der ist ganz schlicht und ist sozusagen der Soßenträger, nicht der Hosenträger, sondern der Soßenträger zu meiner feinen Portweinsoße. Ja. Das sieht aber auch schon sehr lecker aus. Lecker, ne? Ja. Ich glaube, das könnte man jetzt auch schon fast in und den Ofen. Und das tust du in den Ofen, ne? Ja. Nochmal so 3 Minuten. Damit die Kruste schön gold wird. Auch darauf, auf diesem Teil? Mhm. Ja. Muss nur aufpassen, es ist sehr heiß. Ne? Ja. Ich habe, weil ich wusste, dass dein Strauß aus Südafrika kommt, habe ich natürlich auch einen südafrikanischen Wein ausgesucht. Schöner roter Cabernet Sauvignon und Merlot. 79% Cabernet Sauvignon, 21% Merlot. Mhm. Ja, die machen sehr gute Weine, finde ich. Bitte? Sehr, die machen sehr gute Weine da unten. Sehr gut, tolles Südafrika, ganz toll. Besonders die roten. Aber auch gute weiße. Mhm. Was wir zu Hause immer trinken, ist so ein Early Autumn. Ja. So eine ganz frische Lese aus dem vom Januar ganz her. Ganz frisch, ganz jung. Ne? Mm, toll. Ja. Richtig toll. So, der ist also schon etwas älter, nicht so frisch und jung. Ich mag es ja auch gerne schwer. Gut. Schön. Der wird sehr schön dazu sein. Muss man jetzt die Uhr stellen? Nein, du guckst einfach. Ich gucke einfach mal so schon rein. Du warst auch lang Model. Yeah. Darf man da überhaupt essen? Also eigentlich nicht wirklich. Also eigentlich sollte man wenig essen und gesund essen. Ganz viele essen dann ganz viel und ganz krank, was dann auch ganz oft wieder rauskommt. Das wäre nichts für mich, kein Beruf für mich. Nee, ich habe das auch irgendwie, das war auch ein Grund, wieso ich aufgehört habe. Ich habe dann der letzte Ort, wo ich war, also das letzte Land war Japan in Tokio. Und da habe ich dann richtig viel Junkfood auch gegessen. Ja. Ich hatte dann irgendwie das Gefühl, ich möchte jetzt mal wieder richtig essen und Pizza und auch. Und wenn man aus so einem Elternhaus kommt, wo Essen ist es schwierig. Und Trinken und alles und Gastlichkeit ja so eine große Rolle spielen, dann muss das ja furchtbar sein. Ich bin auch viel zu genusssüchtig. Ja. Also es gibt auch viele Mädels, die sehr, sehr diszipliniert sind und die dann auch sich immer was kochen. Aber in dem Alter, da ist man ja gerade 16 bis 20, habe ich das gemacht. Da ist man nicht wirklich auf Kochen. Ist das okay, wenn ich zu dem Steak so ein bisschen Salat, ich habe was vorbereitet, Vinaigrette schon hier drin, Essig, Öl und ein bisschen Senf und Salz und Pfeffer, ganz simpel. Und einfach so Herzen, so Salatherzen.
Und ich finde das schön, da so was Frisches zu dem Steak, ne? Ja. Mein Söschen. Guck auch mal in den Ofen. Bist du? So. Wie sieht's aus? Lecker. Aber wir können, glaube ich, noch Minütchen. Minütchen. Gut. Ich habe das Gefühl, das wird innen noch schön rosa sein. Ja, hoffe ich. Oh Gott. Naja, das ist doch auch ein Teil des Abenteuers beim Kochen. Ja. Dass es mal nicht wird, dass es. Ich habe neulich, und ich habe ja auch schon einige Erfahrungen, aber ich habe neulich Thunfisch gemacht. An 12 Personen, ist auch ein bisschen viel. Und der war leider ganz durch. Na gut, ich meine, er war nicht hart, aber hätte er eigentlich innen rosa sein müssen. Und wie haben die 12 Personen reagiert? Wunderbar, die sind ja auch alle höflich. Und haben interessant gesagt. Nein. Gut war es schon. Es hätte nur noch besser sein können, wenn es innen nicht durch gewesen wäre. Ich bin ja so, ich weiß das auch nie genau. Und ich schneide dann irgendwo an der Seite so ein bisschen an und gucke rein. Und dann entscheide ich, ob ich das noch ein bisschen länger lasse. Die Fachleute, die drücken so drauf und wissen dann alles schon, ohne reinzuschauen. Aber ich bin ja auch ein Amateur. Ich bin zwar ein geübter Amateur, aber ich bin ein Amateur und bleib's auch. Ja. Also ich würde mich auch nie als Koch bezeichnen, sondern ich mach's halt gerne. Man macht's gerne, man macht's auch. Und die Gastlichkeit ist ein Teil des Ganzen. Also der Kochvorgang macht mir sehr viel Spaß, aber dann mit den Gästen da zusammen zu sein, den Tisch zu decken und mit ihnen dann zu essen und zu trinken mit immer einem guten Wein. Das finde ich das Schöne an den Berliner Zimmern. Wir haben jetzt so ein Berliner Zimmer und dann kommt man rein und da steht ein riesengroßer Tisch, den ich mir auch schon immer gewünscht habe, wo auch einfach 15 Leute mal dran sind. Ja, toll. Und dann ist die Küche und dann schnippelt man und unterhält sich. Das ist wirklich schön. Großartig. Das ist toll. Und man kann die Leute auch so schön bewirten dabei. Die Sätze kann ich trotzdem noch wunderbar mit unterhalten. Ja. Toll. So mache ich es auch. Hier, ich gieße das jetzt einfach ab, weil da eben... Wenn jetzt diese Zimt und die Nelken und das alles, wenn das die ganze Zeit mitkochen würde, das wäre etwas intensiv. Ja. Guckst du noch mal in deinen Ofen? Mhm. Oh ja, das kann raus. Das ist so spannend. Hast du das alles? Ja. Pass mal auf, ich nehme hier das mal ein bisschen weg. Doch eigentlich ganz gut so. Aus. Der Wein. Mal ausmachen. Ne? So, bringe ich mal Teller. Wir tun den Salat direkt auf den Teller dazu, oder? Genau. Schön aus. Zum Anschneiden habe ich einen. Ja. Das ist doch schön. Hier ist alles. Besteck. Ja. Das ist jetzt nicht wirklich Gastronomie-like hier. Naja, wir machen ja hier keine Gastro-Sendung, sondern wir köcheln privat. Auch wenn ich 4 Jahre gekellnert habe, manchmal habe ich immer noch das Problem, dass ich nicht weiß, wohin Messer, Gabel. Ach so. War das Messer nach außen oder nach innen? Das Esse. Ach du, das geht. Da gibt es zwar Regeln, aber ich muss dir sagen, so wie es Spaß macht, ich bin da nicht so ein großer Regelfanatiker. Ich lege das mal auf den Teller und schneide es an. Das ist schlecht. Ich mache uns noch so ein kleines Stückchen Baguette dazu. Ja. Ich mach das so zu Fuß. Das sieht ja schon mal. Also das sieht das sehr schön aus. Ich möchte das gar nicht anfassen und nicht anschneiden, weil es so schön aussieht. Aber bevor wir essen, tue ich mal ganz kurz. Ich habe hier Milch mit Sahne drin. Mhm. Und da fange ich schon mal an, dass die mal warm wird für meinen Pudding. Und da habe ich. Pudding ist auch so eine Sache, die kennt man so als Kind einfach. Ja. Ich habe übrigens, wie du siehst, da auch noch mal ein bisschen Vanille, extra. Das ist zwar ein Vanillepudding, aber da ist natürlich nicht sehr viel Vanillegeschmack. Da tue ich immer noch mal extra richtige Vanille rein. Na gut. So, wunderbar.
Mmh, schön. Ja. Mmh. 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 Meins hatte fast ein bisschen kürzer. Ist ein bisschen dünner, aber es ist lecker. Sushi und lecker. Lecker. Ach, ich muss ein bisschen. Mmh, der Salat ist auch sehr super lecker. Super leckere Salatsoße. Mmh. Und auch vom Geschmack. Mhm. Mhm. Wirklich noch feiner als Rindfleisch. Ja. Mhm. Absolut. Mhm. Sehr schön. Man muss halt wirklich schauen, wenn man da das Glück hat, dass man an das Südafrikanische, das ist ein Hochgenuss. Ja. Ist ganz fein. Mhm. Und die Panade ist auch toll. Mhm. Und da kann man auch so schöne Sachen mitmachen. Man kann ein Carpaccio machen. Oh ja. Und Rouladen. Das wollte ich erst machen, aber ich glaube, das hätte zu lange gedauert. Aber das ist doch toll, das mit dieser Panade. Ne? Das ist doch fantastisch. So, nebenbei, ich esse aber noch ein bisschen. Ja. Also, ein Esslöffel Zucker da rein. Das muss ich jetzt kleiner machen, denn das fängt gleich an. So. Was ist das hier? Auch noch mal. Noch mal. Vanille. Vanille. Überall Vanille heute. Ich hab alles. Riecht auch lecker. Ne? Oh, klein. Riecht ein bisschen wie Weihnachten. Riecht ein bisschen wie Weihnachten, ja. Das kommt von der vom Zimt und der Nelke. Gleich noch ein Stückchen essen. Mhm. So. Bist du zu Hause, wenn du nach Hause kommst, da ist ja eine richtige große Profiküche, ne? Mhm. Hältst du dich da auch schon mal auf? Ja, sehr gerne. Also es gibt immer einen direkten Weg, wenn ich nach Hause komme. Das ist an so einer, auch am Herd vorbei, und da steht eine riesengroße Pfanne mit Bratkartoffeln. Ah. Mhm. Da würde ich aber auch gleich hingehen. Immer, das ist so die erste Bewegung in die Bratkartoffeln rein. Meine große Leidenschaft, Bratkartoffeln. So lecker. Und dann gibt es noch einen Kochkäsetopf. Was ist das? Kochkäse ist eine hessische Spezialität. Das ist so ein flüssiger Käse. Und wenn der auch frisch gemacht ist, dann läuft der wie Honig. Gerade auf warmem Brot. Den kann man mit Kümmel oder ohne Kümmel und dann auch mit Zwiebeln obendrauf oder ohne. Das ist dann mit Musik natürlich. So wie, und das schmeckt ausgezeichnet. Das kenne ich gar nicht. Nee? Nee. Toll. Und da muss ich mir auch erst mal gleich ein Brot schmieren. Und meine Schwester hat ein einjähriges Kind und der ist da auch schon Profi. Der darf da auch immer drin rumhüpfen und guckt dann überall rein und zu. Toll. Vielleicht wird der auch mal. Noch ein Stück von dem guten Strauch. Guck mal, das ist richtig rosa. Ja, ich weiß gar nicht, was du willst. Mhm. Perfekt. Mmh. Sehr gut. Hier ist das Eidotter. Das wird mit ein bisschen Milch. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Das mische ich jetzt hier rein. Das sieht schon, das sieht wirklich ganz anders aus direkt. Ja? Als die normale Packung. Also wenn du den stürzen willst, dann muss man ihn so lassen. Ich stürze ihn nicht, ich esse ihn dann so aus der Schale, nehme ich raus, weil ich ihn gerne etwas lockerer habe. Mhm. Ja, auch. Ich nehme den auch gleich mit. Der ist zum Stürzen, ist er dann richtig fest.
Und das mag ich nicht so gerne. Ich mag es lieber locker. Ja, kannst gleich rühren. Rührst du? Ja. Sahne. Die löst sich zwar so ein bisschen auf, aber... Und Eischnee. Mhm. So. Muss man dann noch stärker rühren? Ja, so ein bisschen. Ja. Nicht so schnell. So. Ja. Wunderbar. Eine ungeduldige Köchin. Aber das ist wunderbar. So, jetzt. Ich habe ja alles fertig. Einen aus dem Kühlschrank, schon ein Pudding. Und hier ist das jetzt. Können wir das gleich probieren? So. Ach, du hast den habe ich heute Nachmittag gemacht, ah, ja, genau. Damit wir ein bisschen einen kalten haben. Ich finde das schöner. Kannst du zumachen, ja. Siehst du, jetzt ist er so locker. Den kann man nicht stürzen, aber dafür ist er, also ich finde, er schmeckt besser. Ja. Der andere ist so fest. So, und jetzt kommt mein weihnachtliches Süßchen. Ich finde es ja auch irgendwie so schlimm, dass es inzwischen alle Vanillepuddings schon so richtig fertig in Joghurtbechern gibt. Nee, das macht man selbst. Das muss man selber machen. Ja. Sehr lecker. Sehr, sehr lecker. Kann man haben. Das Süßchen ist auch toll. Sehr lecker. Den orangen Geschmack. Mhm. Wunderbar. Und das schmeckt wirklich sehr verfeinert, sehr viel besser. Es ist nicht dieser. Mhm. Und dass man den nicht stürzen kann. Ja, gut. Wir stürzen den runter. Wir stürzen. Mhm. Runter.